Gut, dann mal auf in den Club. Ich will nur noch mal ganz kurz was schauen, ob hier noch irgendeine Info mit war. Neff hat das gemacht. Ein Mann von einer Galerie hat mir 4 Jahresgehälter dafür geboten. Okay, wir müssen uns nämlich... Wir müssen uns nämlich ein paar Sachen einprägen, um sie dann zu beeindrucken. Beziehungsweise können wir das tun. Einerseits war hier der Elcor-Künstler Forta und dann wurde hier der Film Vaenia erwähnt. Die will ich mir mal merken, die zwei Sachen. Hier gibt's mit dir noch was zu besprechen? Hallo, haben Sie etwas gefunden? Kann ich irgendwie behilflich sein? Ach nee, noch nicht. Ich muss jetzt gehen. Gut, dann sprechen wir mit ihr nochmal, wenn die ganze Geschichte hier vorbei ist. Und machen uns auf in den VIP-Bereich. Das Ende ist nah. Ich glaube, dazu müssen wir hier lang, über den Hintereingang des... Ja genau, da hinten ist es schon. Das ist der Hintereingang des Afterlife und da steht es schon dran, VIP only. Okay, Yarut war das Passwort. Was wollen Sie hier? Ich würde gerne an der Party teilnehmen. Das ist wirklich nicht das Richtige für Sie. Auf der Hauptebene des Afterlife gibt's gute Drinks und noch bessere Musik. Okay, das passiert, wenn wir nicht wissen, was das Passwort ist. Was wollen Sie hier? Mir wurde gesagt, im Vergleich hierzu wäre der Rest des Afterlife gar nichts. Muss ein kluger Kopf gewesen sein. Wer war's? Yarut. Gehen Sie rein. Kleiner Tipp. Wenn Sie einen Streit anfangen, tun wir Ihnen weh. Werden Sie angegriffen, können Sie sich natürlich wehren. Alles klar. Sie müssen allein reingehen. Morins wird Sie beobachten. Wie jedes Raubtier ist sie vorsichtig. Sie müssen ihr Interesse wecken, damit sie sich ihnen nähert. Wenn sie ihr direkt gegenüberstehen, sorgen sie subtil dafür, dass sie sie in ihr Apartment einlädt. Ich folge ihnen unauffällig. Und wenn sie allein sind, schnappt die Falle zu. Hören Sie, bis zu meiner Ankunft schweben sie in großer Gefahr. Sie wird Schreckliches für sie vorbereiten. Und wenn sie nicht aufpassen, werden sie das sogar wollen. Wie kann ich ihr Interesse wecken, ohne mit ihr zu sprechen? Mut oder selbstmörderische Tapferkeit können ihre Aufmerksamkeit wecken. Wenn sie sich verteidigen und dabei jemanden verletzen, findet sie das aufregend. Aber wenn sie Streit suchen, langweilt sie sich nur. Bewegen sie sich elegant durch die Menge im Nachtclub. Das wird sie faszinieren. Sie wird sie wollen, sobald sie sie erblickt. Und dann geht es nur noch darum, ihre Vorsicht auszuhebeln. Wie überzeuge ich sie davon, mich mit nach Hause zu nehmen? Sie bewundert Stärke, Direktheit und Lebenskraft. Bescheidenheit, Höflichkeit oder Sanftmut findet sie abstoßend und langweilig. Gewalt regt sie an. Sie haben getötet, Shepard. Das wird sie mögen. Sie alleine erwischen und dann unter ihren Einfluss geraten? Da muss das Timing aber wirklich präzise sein. Ich werde in der Nähe sein und Ihnen helfen, Shepard. Vertrauen Sie mir, so wie ich Ihnen vertraue und Sie respektiere. Okay, was haben wir noch über Morinth erfahren, das uns weiterhelfen könnte? Laut Neffs Tagebuch tanzt Morinth gern, wenn sie eine Droge namens Halex konsumiert hat. Neffs Tagebuch erwähnt ein Video mit dem Titel Vaenia. Es scheint irgendetwas mit glamourösen Frauen zu tun zu haben. Morinth hat Neff eine Notiz geschickt, in der steht, dass sie den Elcor-Künstler Forta mag. Tja, Shepard, mehr wissen wir nicht. Okay, hier kriegen wir sowieso nochmal die ganzen Hinweise, hätte ich mir also gar nicht schon vorher merken müssen. Dann los, fangen wir an. Shepard, wir haben nur diese eine Chance. Ein Fehler und Morinth ist weg. Wenn Sie nicht ganz sicher sind, sprechen Sie mich noch einmal an. Ich werde hier warten. Und Shepard? Danke. Ich teile diese Bürde sonst mit niemandem. Aber Sie sind der Einzige, bei dem ich mir das überhaupt vorstellen kann. Kein Problem. Und an dieser Stelle speichere ich mal kurz einen richtigen Spielstand hier ab. Warum, sage ich jetzt nicht. Das verrate ich euch nicht. Nee, falls ich verkacke. Was ich eigentlich nicht tun sollte, aber sicher ist sicher. Hey, wissen Sie vielleicht, wo es Tickets für Expel 10 gibt? Dieser unglaubliche Asari hat gesagt, das wäre ihre Lieblingsband. Ich will einfach nur das, was sie will. Ich brauche diese Tickets. Das Konzert von Expel 10 ist schon morgen. Okay, haben wir einen weiteren Hinweis, was sie mag und können damit ein bisschen punkten wahrscheinlich. Was für eine Musik machen die? Sie sind eine sensorische Band, das heißt, sie kriechen in dich rein, damit du alles Mögliche empfindest. Und die Asari steht so drauf, dass es nicht mehr feierlich ist. Das wäre ein Treffer in einer ganz anderen Liga, verstehen Sie? Sie müssen mir helfen. Sie scheint was Besonderes zu sein. Ist sie hier? Sie war vor ein paar Tagen hier und hat von der Band erzählt.
Sie ist ziemlich oft hier. Wenn sie wiederkommt, habe ich die Tickets. Ich habe keine Tickets. Wenn Sie welche besorgen können, lass ich was springen. Gut, lassen wir ihn mal sein und schauen mal, ob wir anderweitig hier ein bisschen... Warum sollte ich ihn schlagen? Ein bisschen für Aufmerksamkeit sorgen können. So, hier drüben ist nichts. Okay, gehen wir mal in die andere Ecke. Man konnte nicht drauf tanzen, aber man hat sich lang zugehört. Wer quatscht hier eigentlich? Ich weiß es nicht. Okay, wir schauen mal bei Hoftin vorbei. Hallo, ich brauche dringend Hilfe und weiß nicht, wen ich fragen soll. Sie sind ein Mensch und scheinen nüchtern zu sein. Also sind Sie der Richtige. Können Sie mir helfen? Ganz langsam. Was genau ist das Problem? Richtig. Langsam. Tut mir leid, ich weiß einfach nicht, was ich tun soll. Meine Freundin Moiral schreibt einen Artikel über die Gangs auf Omega. Sie hängt mit Florid rum und der ist der schlimmste von allen. Was macht sie? Eine Videodoku. Sie ist Reporterin, verstehen Sie? Sie will was über die Anführer der Gangs machen. Ihrer Freundin könnte was zustoßen. Richtig. Und das wird auch passieren. Florid hat nämlich alles rausbekommen. Seine Gang ist auf dem Weg hierher und sie werden sie übel zurichten. Ich muss ihr schnellstens eine Nachricht übermitteln. Sie scheinen ziemlich viele Informationen zu haben. Ich bin Ihr Techniker. Ich habe die Kommunikation der Gang überwacht. Im letzten Gespräch hieß es, Florid würde sie fertig machen. Mann, ich bin ein Technikfreak. Ich kann mit solchen Situationen nicht umgehen. Was soll ich für Sie tun? Sie und ich, wir haben einen Code. Wenn Sie rübergehen und zwei Worte zu Florid sagen, weiß meine Freundin, was los ist und wird sich absetzen. Die beiden Worte lauten Terminal und Ewigkeit. In dieser Reihenfolge. Bitte sagen Sie mir, dass Sie das tun werden, sonst überlebt sie es nicht. Klingt eigentlich ganz einfach. Warum machen Sie es nicht selbst? Ich starre den ganzen Tag auf Monitore. Ich kann nicht auf den Anführer einer Gang zugehen und ihn ansprechen. Ich würde mir in die Hosen machen und weglaufen. Ich kann Roy nicht sterben lassen. Es geht nur um zwei Worte in einem kleinen Satz. Das ist doch kein Problem für Sie, richtig? Das kriege ich hin. Danke. Vielen Dank. Nicht vergessen, Terminal und Ewigkeit. In der Reihenfolge. Machen Sie einfach einen Satz draus. Okay, geht klar, machen wir. Ich finde übrigens, die Synchronstimme passt überhaupt nicht zu dem Model, aber naja, was soll's. Dann wollen wir ihr mal kurz helfen und mit Florid reden, um sie zu warnen. Brauchen Sie was, Mann? Gibt es hier ein öffentliches Extranet-Terminal? In einem Club? Haben Sie kein Universalwerkzeug? Das ist eine ziemlich seltsame Frage. Ich nehme immer öffentliche Terminals. Mein Universalwerkzeug ist schon seit einer Ewigkeit kaputt. Das wird mir zu blöd. Unser Gespräch ist beendet. Hey, Florid, ich muss mal. Ja? Beeil dich, Moreau. Ich will hier raus. Gut, haben wir sie gerettet. Das Miststück kommt nicht zurück. Ich werde sie suchen. Da wirst du wohl lange suchen müssen, denn die ist gewarnt worden. Ich hasse diesen Ort und jeden, der hier ist. Gut, wir schauen mal. Er steht noch da. Moreau ist weg offenbar. Das ist gut so. Vielen Dank. Ich hatte wirklich gedacht, es ist zu Ende mit ihr. Okay, haben wir mal ein bisschen geholfen und selbstlos gehandelt. Ansonsten haben wir sonst noch was zu tun. Wir können mit der hier tanzen. Warum nicht? Hey. Hey. Ich tanze neben Ihnen. Wenn Sie glauben, wir würden zusammen tanzen, bleibt das Ihnen überlassen. Das würde ich gerne glauben. Das war mal eine ziemlich beschissene Anmache, muss ich sagen. Okay, da wollte ich mal kurz was trinken, weil ich dachte, die tanzen ein bisschen länger als bloß 2 Sekunden. Aber nein, war es schon sofort wieder vorbei. Okay, haben wir sonst noch was, wo wir uns vergnügen können? Ich rede mit niemandem. Wir können den ja beleidigen, das muss er nicht sein. Was darf sein? Das sind gute Leute, aber sie sehen gelangweilt aus. Und wer gelangweilt ist, gibt nicht viel Geld aus. Und Sie haben eine Idee, wie ich das ändern könnte? Eine Lokalrunde beweist, dass Sie Ihre Geschäfte respektieren. Ihr Ansehen steigt und am Ende haben Sie mehr Geld in der Kasse. Oh, ein Versuch ist es wert. Hoffentlich haben Sie recht. Alle mal herhören. Wir freuen uns, dass Sie hier sind und darum geht die nächste Runde aufs Haus. Seltsame Strategie. Mein Name ist Morim. Ich habe Sie beobachtet. Sie sind die interessanteste Person in dem ganzen Laden. Ich habe da drüben im Schatten ein Separé. Wollen Sie sich nicht zu mir setzen? Aber zumindest ist sie für uns aufgegangen. An manchen Abenden komme ich her und finde keine einzige interessante Person, mit der ich reden kann. An anderen Abenden ist es nur eine einzige. Heute Abend sind Sie es. Woran liegt das wohl? Sie und ich wollen die gleichen Dinge. Ach ja? Gut, dann sprechen wir. Ja, Justicare, ganz bestimmt.
Was halten Sie von der Musik hier? Dunkle Rhythmen, ein harter Beat. Das weckt in mir irgendwas Primitives. Und bei Ihnen? Mich interessiert eine Band besonders, die sich Expel Ten nennt. Die dringen in meinen Kopf ein und reißen dort alles in Fetzen. Sie geben bald ein Konzert. Vielleicht sollten wir zusammen hingehen. Man kann sich in der Musik hier verlieren. Es gibt Methoden, die das noch verstärken. Verstehen Sie? Was halten Sie von Halex? Es gleitet durch meine Seele. Wir haben wohl tatsächlich gemeinsame Interessen. Kennen Sie sich mit Kunst aus? Sie spricht die dunkelsten Ecken in meinem Inneren an. Was ist mit Ihnen? Kennen Sie den Künstler Forter? Ich hätte nicht gedacht, dass ihn hier irgendjemand kennt. Er ist erhaben. Es gibt viele Formen von Kunst. Ich habe Videos gesehen, die viel stärker waren als so manche Skulptur in einer Galerie. Kennen Sie Vienya? Mein Lieblingsvideo. Die beiden Schauspielerinnen darin sind überaus glamourös. Ich muss es sehen. Vielleicht sollten wir das gemeinsam tun. Bei Reisen weiß ich gar nicht, worauf das anspielen soll. Ich bin durch die ganze Galaxie gereist. Reisen verändert einen, nicht wahr? Ach, okay. Wirkliches Reisen bedeutet auch, sich an Orte voller Gefahren zu begeben. Wo man Dinge sieht und tun kann, die sich die meisten nicht mal vorstellen können. Ja. Wenn ich reise, treibt es mich an dunkle, gefährliche Orte. Orte voller Gewalt? Gewalt ist die deutlichste Ausdrucksform von Macht. Der Stärkste hat auch die Macht. Das ist sicher richtig. Unter Kindern. Wer die Macht am meisten will und bereit ist, alles dafür zu tun, bekommt sie auch. Wollen wir nicht woanders hingehen? Mein Apartment ist ganz in der Nähe und ich will mit Ihnen alleine sein. Das ging schnell. Die verliert keine Zeit. Aber sie ist auch unvorsichtig. Denn es ist schon merkwürdig, dass wir zufälligerweise die ganzen Sachen kennen, die sie auch mag, oder? So, wir scannen mal ein bisschen, würde ich sagen. Ich bin eine Weile voll auf Duelle abgefahren. Ich liebe diesen Moment, wenn ich im Auge des Gegners sehe, dass er begreift, dass ich besser bin und er demzufolge sterben wird. Wenn Sie wollen, können Sie ein Halex nehmen, aber sollten Ihre Sinne jetzt nicht alle ganz besonders geschärft sein? Mir ist das viel lieber. Ja, mal schauen, mal schauen. Wenn Sie wirklich nicht gehen wollen, kommen Sie doch hier rüber. Ich verspreche Ihnen, es wird Ihnen gefallen. Ein Geschenk von einem Verehrer. Die Statue hat mehr Persönlichkeit als er. Dennoch hat er mich genug beeindruckt, dass ich ihm gegeben habe, was er wollte. Es ging aber nicht so aus, wie er gewollt hatte. Nein, ich nehme an, er wird gestorben sein. War dein Verehrer ein Kroganer? Denn wer sonst sollte kroganische Statuen verschenken? Ich liebe jedes Spiel, bei dem der Gegner glaubt, er stünde kurz vor dem Sieg. Kurz bevor sein Leben endet. Glaube ich gern. Du bist ziemlich eintönig, muss ich sagen, Mädchen. Aber gut, was haben wir anderes erwartet von ihr? Oh, was? Hallo? Bitte? Wie? Wie meinen? Shepard? 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 Hallo? Was ist los? Was ist passiert? Okay, interessant. Ich würde mich gern zu Morin vorarbeiten, aber ich komme nicht hin. Das ist jetzt seltsam, sage ich mal. Ein Geschenk von einem Verehrer. Schön. Die Statue hat mehr Persönlichkeit als er. Dennoch hat er mich genug beeindruckt, dass ich ihm gegeben habe, was er wollte. Es ging aber nicht so aus, wie er gewollt hatte. Das war bizarr, sag ich mal. Gut, ja, seltsame Bugs habe ich noch nie gehabt, muss ich sagen. Aber das ist schon wie bei Mass Effect 1, ne? Aus irgendeinem Grund habe ich hier auf dem Computer offenbar auch bei Mass Effect 2 Bugs, die ich vorher noch nie erlebt habe. Na gut. Nachdem wir uns die Bude jetzt angeschaut haben, reden wir mal mit Morinth. Wir haben schon mitgekriegt, sie ist eigentlich ziemlich eindimensional und wendet ihre Prinzipien eigentlich auf alles an, was sie in ihrem Leben anpackt. Ich liebe Clubs. Die Leute, die Bewegung, die Hitze. Ich höre noch immer den Bass, wie die Trommeln bei einer großen Jagd mit ihrem Blutrausch. Aber hier ist es still und sie sind sicher. Entspricht das ihren Wünschen, Shepard? Viele fühlen sich direkt vor ihrem Tod am sichersten. Das stimmt. Wirklich sicher sind wir nie. Ich habe diese Begeisterung für Sicherheit nie verstanden. Manche von uns sehen das ganz anders. Unabhängigkeit geht vor Unterwerfung. Ich glaube, dieser Ansicht sind wir beide. Wir merken schon, sie rückt uns langsam auf die Pelle und versucht, ihn zu umgarnen mit ihrer eigenen Art. Sehr offensiv, muss ich sagen. Wir haben beide schon oft getötet, aber da enden die Gemeinsamkeiten bereits. Oh, Schatz.
Moment mal. Wie kommen Sie darauf, dass ich schon getötet habe? Was wissen Sie? Schluss mit den Spielchen. Sehen Sie mir in die Augen und sagen Sie mir, dass Sie mich wollen. Sagen Sie mir, dass Sie für mich töten würden. Dass Sie alles tun, was ich will. Das ist die Art der Aladjakshi, Verbindung aufzunehmen. Wir sehen schon, das ist ein bisschen Psycho. Und wenn wir an der Stelle jetzt auf Kann ich denken gehen würden, dann wäre es vorbei mit uns. Wollen wir uns den Spaß mal gönnen? Na kommt. Ich will Sie. Ich würde für Sie töten. Alles tun, was Sie wollen. Entspann dich und lausche meinen Worten. Ach, es kommt sowieso nicht dazu. Okay, das ist schade. Oh. Mutter! Den Spaß hätte ich mir mal gegönnt. Nicht so. Ich kann nicht einfach aufhören, deine Tochter zu sein, Mutter. Du hast deine Wahl vor langer Zeit getroffen. Welche Wahl? Mein einziges Verbrechen bestand darin, mit den Gaben geboren zu werden, die du mir vererbt hast. Genug, Morinth. Ich bin das genetische Schicksal der Asari. Aber sie sind noch nicht bereit, es zu verkünden. Und deshalb muss ich sterben. Du bist eine Krankheit, die ausgemerzt werden muss. Weiter nichts. Ich bin genauso stark wie sie. Ich würde mich ihnen anschließen. Ich habe bereits geschworen, ihnen zu helfen, Shepard. Bringen wir es zu Ende. Ihr Weg endet hier, Morinth. Und ich soll das Monster sein? Mögest du Frieden in den Armen der Göttin. Ich bin bereit, diesen Ort zu verlassen und die nächsten Schritte meines Lebens zu gehen. Sind Sie auch bereit zu gehen? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt zu... Samara, alles klar? Wieso drehst du dich wieder weg von mir? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, muss ich zugeben. Eigentlich ist an dieser Stelle, wo die beiden gleich stark sind, nämlich eine Entscheidung zu treffen, die ich jetzt gerade nicht getroffen habe, beziehungsweise nicht treffen konnte. Denn es ist ja tatsächlich so, dass man ein Crewmitglied austauschen kann, sozusagen. Wenn man sich dafür entscheidet, Morinth zu helfen, wird Samara aufgehalten, genau wie Shepard es jetzt mit Morinth getan hat, und dann bringt Morinth ihre Mutter um. Und nimmt Samaras Platz ein in der Crew. Niemand wird davon erfahren, außer Shepard, der ist der Einzige, der darüber etwas weiß. Und Morinth spielt allen anderen dann etwas vor. Und normalerweise ist sie dann, also dann ist sie halt das neue Crewmitglied. Ich hätte mich sowieso dafür entschieden, Samara zu helfen. Aber die Entscheidung ist gerade hinfällig geworden. Ich weiß nicht, ob es vielleicht damit zu tun hatte, dass ich auf so sehr auf gut spiele, oder ob es vielleicht damit zu tun hatte, dass ich mich jetzt nicht für die blaue Variante entschieden habe. Habe ich nicht dran gedacht. Eigentlich wollte ich natürlich jetzt Shepard mal so einfach so zum Spaß opfern, aber habe ich nicht dran gedacht. Samara ist ja immer in der Nähe, um ihm zu helfen. Also wir hätten jetzt natürlich sie auch überraschen können und dann hätte Shepard sowieso widerstanden. Aber so hat sich gezeigt, wenn man nicht willensstark genug ist, dann wird man einfach von Morinth überrumpelt an dieser Stelle, von ihrem puren Willen. Möchten Sie über das reden, was vorgefallen ist? Shepard, was sollte ich wohl sagen? Was kann ich sagen? Ich habe gerade die tapferste und klügste meiner Töchter getötet. Dafür gibt es keine Worte. Vielleicht später. Bis dahin bitte ich Sie um etwas Rücksicht auf eine niedergeschlagene alte Kämpferin. Lassen Sie uns gehen. Okay. Dann los. Samara hat sich um die Aladjakshi gekümmert. Sie ist Shepard gegenüber loyal. Loyalität der Justikarin steht außer Frage, zumal Schwur gegenüber Shepard geleistet wurde. Besser als erhofft. Cerberus-Aktivitäten werden durch Anwesenheit in Shepards Team nicht länger gestört. Beruhigt, dass Mission der Justikarin abgeschlossen ist. Leider konnte Leiche der Aladjakshi nicht zu Untersuchungszwecken sichergestellt werden. Genetische Abnormalität hätte sich als nützlich erweisen können. Erfahrung des Subjekts hätte aus ihr wertvolles Teammitglied des Teams gemacht. Mitglied des Teams. Mann, es ist gerade irgendwie kompliziert. Erfahrung des Subjekts hätte aus ihr wertvolles Mitglied des Teams gemacht, falls soziopathische Tendenzen hätten eingedämmt werden können. Ja, das ist schon möglich, aber man muss es ja nicht drauf ankommen lassen. Außerdem, als guter Mensch ist man da sowieso auf Samaras Seite und ich finde sie auch viel sympathischer und viel
tiefgehender als Morinth das ist und jemals sein kann. Deswegen finde ich die besser. Und es ist auch ganz gut, dass Cerberus nicht Morinth in die Finger gekriegt hat, nachdem sie tot war. Denn ich will nicht, dass irgendwo wieder eine neue Aladjakshi-Abart auftaucht, die dann als Waffe von Cerberus benutzt wird. Das muss nicht sein. Was mit unbekannten Kräften passiert, die von Cerberus als Waffen eingesetzt werden sollen, haben wir im ersten Teil mit der Toriana-Forschung gesehen. Okay, neues Outfit für Samara. Zurück zur Normandy. Oh, wir bleiben direkt in Omega. Auch interessant. Gut, aber wir können eigentlich direkt zurück machen. Oh, 30.000 Credits. Wofür waren die denn jetzt? Ich weiß es nicht. Ja, wir können trotzdem direkt zurück machen eigentlich, weil wir hier eigentlich nichts mehr zu erledigen haben jetzt. Ich glaube, damit ist Omega wirklich abgearbeitet. Jetzt sind nur noch die paar Märkte hier. Ansonsten... Das Ende ist nah. Ja, mein Freund. Ansonsten gibt es hier nichts mehr. Außer natürlich ich. Der steht ja noch hier vorne rum und für den sollen wir ja noch ein paar Päckchen durch die Gegend schleppen. Den kleinen Nebenauftrag können wir noch erledigen. Hallo, Freunde. Bitte sagen Sie mir, dass Sie etwas für mich haben. Nein. Ich werde später nochmal zurückkommen müssen. Natürlich, Sie wissen ja, wo Sie mich finden. Habe ich nicht. Und ganz koscher kann das auch nicht sein, was der da mit uns machen will. Also es wird schon einen Grund haben, dass er die Pakete nicht selber abholt. Gut, auf zurück zu Normandy. Ich würde sagen, als nächstes begeben wir uns mal nach Tuchanka. Könnten wir eigentlich machen. Mal schauen. Wir schauen mal. Auf jeden Fall können wir jetzt mal kurz im Labor vorbeischauen, denn ich habe vorhin, bevor ich nach Omega aufgebrochen bin, ganz kurz dieses eine Sonnensystem hier bei Omega untersucht. Ich weiß leider den Namen nicht, das kann ich jetzt gerade nicht sagen. War irgendwas ganz Merkwürdiges. Und habe Sonden abgefeuert ein bisschen, um... Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Schön, okay, um einfach Rohstoffe zu sammeln. Und da können wir jetzt bestimmt ein bisschen was an Forschung betreiben. Aber wir schauen erstmal bei den Nachrichten. Sehr erfreut, Sie kennenzulernen. Von Admiral Daruk Senwas Moray. Shepard was Normandy. Ich durchstöbere gerade die LRA und wollte Sie wissen lassen, dass ich einiges über die Experimente von Ryle Zora gefunden habe. Hätten Sie das alles mit mir geteilt, hätte vermutlich auch die Menschheit davon profitiert. Stattdessen werden Sie und Ihr Volk nun nach Abschluss meiner Experimente nur aus der Entfernung dabei zusehen können, wie die Quarianer nicht nur ihre Heimatwelt zurückerobern, sondern auch die größte synthetische Armee der Galaxie übernehmen. Ryle Zoras Tod war nicht vergeblich. Ich werde sein Werk zu Ende führen. Herzlichst, Admiral Daruk Senwas Moray. Na, ob ich das gutheißen kann, weiß ich nicht so richtig. Ich halte da nicht so viel von. Gut, gehen wir mal kurz bei Mordin vorbei. Mit ihm selbst können wir ja noch nicht reden, weil wir seine Mission noch nicht erledigt haben. Aber wir sehen schon, hier geht jetzt einiges. Boah, das ganze Iridium für die eine Sache verbrauchen? Na gut, was soll's. Machen wir das mal. Bisschen den MP-Schaden erhöhen kann nicht schaden. Ich schau nochmal kurz. Ach, schade, das Sturmgewehr braucht auch Iridium. Das ist ärgerlich. Na gut, schauen wir noch hier kurz. Feldgenerator, was erhöht der? Wenn Shepards Schilde zusammenbrechen, werden sie manchmal sofort vollständig wiederhergestellt. Klingt eigentlich gut. Verbraucht einiges an Palladium. Was brauchen wir hier? Platin. Medizin-Upgrade. Einigkeit heilt ihre Gruppe auf volle Gesundheit. Machen wir beides. Klingt gut. Klingt gut. So, das auch noch. Da haben wir jetzt schön was ausgegeben an Rohstoffen. Und ich glaube, mehr wird jetzt gerade auch noch nicht drin sein, oder? Gut, die Schildstärke können wir schon machen. Machen wir das mal. Ansonsten wird es aber das gewesen sein, ne? Proganische Vitalität ist jetzt mal egal. Die lasse ich mal. Ach komm, weißt du, warum eigentlich nicht? Irgendwann werde ich es sowieso erforschen, denke ich. Gut, und damit gehen wir mal ganz kurz noch zu Samara runter. Und schauen mal, was sie jetzt mit ein bisschen Abstand zu der ganzen Geschichte zu sagen hat. Und danach machen wir uns auch zu den nächsten Missionen. Morinth war gleichermaßen in meinen Träumen und in meinen Gedanken, wenn ich wach war. Zum ersten Mal seit 400 Jahren bin ich frei. Ich bin ein Krug voller Trauer und Reue, der in Scherben gegangen ist. Aber ich bin frei. Ich kann dieses Gefühl nicht beschreiben. War es das wert? Das war nie die Frage. Es ging darum, ob es notwendig war. Ich musste tun, was ich getan habe, genau wie Sie.
Es war immer klar, dass diese Geschichte kein gutes Ende nehmen würde. Sie haben Ihre Pflicht getan. Was ist mit Ihren Gefühlen? Eine meiner Töchter ist tot. Ich hatte alle meine Hoffnungen und Träume auf meine Kinder projiziert. Trotzdem kam die Pflicht immer vor den Gefühlen. Das ist bei Ihnen genauso. Sie haben gesagt, dass Morinth ein Monster war, aber sie war doch trotzdem noch Ihre Tochter. Sie war die Stärkste und die Klügste. Sie konnte nicht akzeptieren, wie ungerecht sie behandelt wurde. Sie hat bis zum Schluss gekämpft. Ich bin sehr stolz auf Sie, Shepard. Sie haben sie getötet, weil sie war, was sie war. Und ich würde es wieder tun. Aber ich weiß auch, was es bedeutet, alles hinter sich zu lassen und zu kämpfen. Ist Ihnen klar, dass sie zum Zeitpunkt ihrer Flucht 40 Jahre alt war? Ich kenne mich bei Menschen nicht so aus, aber für eine Asari ist das sehr jung. Was werden Sie jetzt tun, wo es Morinth nicht mehr gibt? Falls ich Ihre Mission überlebe? Ich bin eine Justikarin. Es gibt nach wie vor Ungerechtigkeit. Und vielleicht sogar noch weitere Adat Yakshi. Ja, natürlich, ihre Töchter gibt es noch. Und 40 Jahre sind ja im Prinzip noch ein Kinderalter bei Asari und genauso hat sie sich eigentlich auch noch verhalten. Sie war extrem kindlich in ihrer ganzen Ansicht und ihrer ganzen Art, finde ich. Also, Reife ist was anderes. Und dafür, dass sie 400 Jahre lang durch die Gegend gestreift ist, naja, was soll's. Aber, wenn sie die ganze Zeit lang sich so in dieses Leben vertieft hat, ich kann mir bloß nicht vorstellen, dass das auf Dauer wirklich erfüllend ist. Aber gut, sie hat natürlich auch diese Sucht gehabt, ne? Also, das darf man nicht unterschätzen. Für sie war das eine Sucht, der sie nicht entfliehen konnte letztendlich. Gibt es keine Möglichkeit, Morinths Disposition zu korrigieren? Wir sind eine hochentwickelte Spezies, aber wir können nicht zaubern. Wenn der Zustand sich im Erwachsenenalter manifestiert, ist es zu spät für eine Eindämmung. Es kommt nur bei Reinblütlern wie mir vor. Vielleicht ist das auch der Grund, warum Paarungen innerhalb der Asari stigmatisiert wurden. Ich weiß es nicht. Ich dachte, Adat Yakshi wären außergewöhnlich selten. Asari leben heute auf vielen Welten. Es gibt abgelegene Regionen, die die Regierung nicht überwacht. Wenn ich zu diesen Welten reise und es dort welche gibt, dann werde ich sie finden. Morinth hat behauptet, ihr Zustand wäre die Zukunft der ganzen Spezies Asari. Morinth hätte alles gesagt, um sich einen Vorteil zu verschaffen. Adat Yakshi sind steril, Shepard. Das wäre keine sonderlich zukunftsorientierte Perspektive für mein Volk. Das stimmt allerdings. Wäre ein bisschen doof. Wollen Sie nicht sesshaft werden? Das war ich. Ich bin in meine Heimat zurückgekehrt, um eine Familie zu gründen. Ich werde mein ganzes Leben lang kämpfen und mich abmühen. Das ist mein Schicksal. Wenn ich sterbe, dann sicher nicht im Bett. Aber damit bin ich im Reinen. Sie haben es trotzdem in der Hand, wohin Ihr Leben Sie führt. Ich habe diesen Pfad gewählt und bin damit im Reinen. Daran haben Sie einen beträchtlichen Anteil. Das freut mich. Helfe ich immer gern. Natürlich liebt sie ihre Tochter immer noch. Ist doch logisch. So, gibt's hier was? Was ist denn? Der Kontakt zu New Canton ist abgerissen. Möglicherweise die Kollektoren. Ist Ihre Familie rausgekommen? Ich weiß es nicht. Es gibt noch keine Verbindung. Sie sind bestimmt in Sicherheit. Sie werden schon sehen. Weiß man nicht so genau. Gut, aber mich freut's, dass Morinth. Ach Mensch, jetzt komme ich mit den Namen immer so durcheinander. Dass Samara jetzt wieder im Reinen mit sich ist und dass sie ihre Mission hinter sich gebracht hat. Das muss schon eine komische Lage sein, wenn man seine eigene Tochter umbringt und einerseits natürlich diesen Verlust der Tochter dann betrauern muss und andererseits aber auch diese Befreiung dann fühlt, dass eine jahrhundertelang andauernde Mission zu einem Ende gekommen ist. Die Kollektoren waren also früher Proteaner und wurden von den Reapern umstrukturiert. Ein trauriges Ende. Da fragt man sich doch, ob die Keeper auf der Citadel früher nicht auch was anderes waren. Ja, waren sie. Das ist bekannt. Aber egal.